Frage lautet, wie wird Robotik unser Leben verändern? Ja, schon heute gewinnen Computer ja Spiele, die in der Vergangenheit nur durch menschliche Intelligenz gewonnen wurden, wie zum Beispiel Go oder Schach. Und durch künstliche Intelligenz sind Maschinen inzwischen in der Lage zu lernen und ihre Fähigkeiten stetig weiterzuentwickeln. Wo wird das hinführen? In eine Utopie, in der die Maschinen uns Menschen helfen zu einem besseren, selbstbestimmten Leben, oder in eine Dystopie, wo die Menschen die Macht übernehmen und die Maschinen die Macht übernehmen und uns Menschen beherrschen? Und wie schätzen eigentlich WissenschaftlerInnen das ein? Das wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen herausfinden. Ja, wenn Sie Fragen zu dem ganzen Thema Robotik haben, nutzen Sie gerne die Chatfunktion und stellen Sie uns Ihre Fragen. Und ich gebe das Wort jetzt direkt weiter an Herrn Dr. Stefan Fuchs, der durch das Gespräch führen wird und Ihnen jetzt auch direkt die TeilnehmerInnen vorstellen wird. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hagel. Sowas wie Revolutionen am laufenden Band. Ist es die vierte, die fünfte, möglicherweise sogar die sechste? Man hat schon aufgehört zu zählen. Revolution, die uns die Digitalisierung beschert. Informations- und Kommunikationstechnologien sind zu der einen dominierenden Kraft geworden. Mit ihren alles über den Haufen werfenden Innovationen stellen sie nicht nur eine Umwälzung praktisch aller Bereiche der Lebens- und Arbeitswelt dar. Nein, sie sind auch dabei, die Vorstellung von Realität und vom Wesen der Gesellschaft, ja das Bild vom Menschen selbst in Frage zu stellen. Dabei kommen diese Revolutionen eher unspektakulär daher. Es sind nicht die düsteren Szenarien der populären Science Fiction mit amoklaufenden Robotern oder Elektronengehirnen, die Menschen einsperren und versklaven. Nein, diese Dauerrevolution, die die Moderne des 20. Jahrhunderts nur noch als eine blasse Erinnerung erscheinen lässt, prägt bereits heute unseren Alltag in Internetsuchmaschinen, auf Social-Media-Plattformen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, intelligenten Arbeitsplätzen, Smart Cities. Wir leben inzwischen, ohne es uns so richtig bewusst zu werden, in einer Art globalem Reallabor der Digitalisierung. Und ich glaube, man kann ohne Übertreibung behaupten, der Ausgang dieses Experiments ist völlig offen. In den 90ern des 20. Jahrhunderts wurden diese Technologien von den Pionieren noch euphorisch begrüßt als Emanzipation der Menschen durch weltweite Kommunikation, als Zugänglichmachung allen Wissens in einer digitalen Weltenzyklopädie, als Befreiung von der Last dröger Arbeit. Heute verdüstert sich das Bild deutlich. Ein ambivalenterer Charakter dieser Technologien wird sichtbar. Sie können sowohl emanzipatorisch als auch als Instrumente von Kontrolle und Steuerung genutzt werden. Mancherorts gibt es die Befürchtung, dass nach der postindustriellen Ära nun das posthumane Zeitalter heraufdämmern könnte. In den kommenden 90 Minuten werden wir versuchen, mit unseren Gästen hier am KIT und zugeschaltet über Zoom und den Interessierten draußen im Netz diese Dinge ein wenig weiter zu sortieren. Ich begrüße über Zoom die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Frau Dr. Marie-Hélène Adam. Sie untersucht die Populärkultur des Science-Fiction-Genres und versucht dort, die Hoffnungen und Ängste zu verorten, die die Menschen mit diesen technologischen Entwicklungen verbinden. Sie wird uns unter anderem die Frage beantworten, warum Roboter in Filmen und Romanen in der Regel immer entweder männlich oder weiblich sind. Ich begrüße Professor Thorsten Strufe, Professor für praktische IT-Sicherheit am KIT und Forscher am Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit Castell. Er kann uns erklären, wie die auf künstlicher Intelligenz basierenden Analyseverfahren mit unseren Datenspuren im Netz umgehen, und wir hinterlassen ziemlich viele davon, und dabei möglicherweise eine traditionelle Vorstellung von Privatsphäre unmöglich machen.
Ich begrüße den Technikphilosophen und Technikhistoriker am Institut für Technikzukünfte des KIT, Christian Vater. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die künstliche Intelligenz aus Sicht der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Er vertritt die These von der künstlichen Intelligenz als einem Mythos, den man möglicherweise entzaubern sollte. Aus Seattle eigentlich zugeschaltet sein sollte Professor Alexander Weibel. Das ist noch nicht der Fall. Ich hoffe, er wird noch dazu stoßen. Er leitet das Interactive Systems Lab am Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT und forscht parallel an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh. Und schließlich Professor Carsten Wendland vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Sie sind ein bisschen der Experte für die in der Regel nicht so intendierten Folgen von Technologien. Und Sie haben von 2019 bis 2020 ein Forschungsprojekt geleitet mit dem etwas sperrigen Namen Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz, kurz KI-Bewusstsein. Das klingt geheimnisvoll und auch ein bisschen bedrohlich. Ich hoffe, Sie werden uns erzählen können, ob die Fortschritte der sogenannten künstlichen Intelligenz tatsächlich zu einer Bedrohung der Menschheit werden können, wie der Astrophysiker Stephen Hawking das meinte. Ja, und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörerinnen im Netz und auf dem Livestream von Campus Radio Karlsruhe. Zögern Sie nicht, bringen Sie sich ein mit Fragen, Statements, was auch immer. Über den YouTube-Channel ist das ganz einfach. Wir wollen ein möglichst breites Gespräch hier führen und über diese Revolution, die künstliche Intelligenz und Roboter in unserem Leben möglicherweise bewirken wird. Mein Name ist Stefan Fuchs, ich bin Wissenschaftsjournalist und Dozent am Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft des KIT, das sich die Devise öffentliche Wissenschaft auf die Fahne geschrieben hat. Ja, Herr Vater, beginnen wir vielleicht mit einer Begriffsdefinition. Wir reden von schwacher und von starker KI oder auch universeller KI. Diese Unterscheidung stammt von dem US-Philosophen John Searle. Was steckt da eigentlich dahinter? Die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich unglaublich spannend, aber sie ist auch schon ein wenig älter. Der Artikel von Searle, über den wir hier reden, ist aus dem Jahr 1980. Und selbst wenn man in die aktuellen Berichte der Bundesregierung, der Enquete-Kommission hineinschaut, wird man feststellen, dass ein Teil der Debatte noch nicht weiter ist. Womit vergleichen wir künstliche Intelligenz? Wir brauchen hier irgendetwas Natürliches, mit dem wir sie abgleichen können als Maßstab. Und ein Weg ist zu sagen, wir haben Menschen und Menschen können ganz furchtbar viel. Ja? Also wir können Dinge bauen, wir können Probleme lösen, wir können kreativ sein, wir können mit unseren Händen und unserem Kopf arbeiten. Und im weitesten Sinne wäre eine künstliche Intelligenz ein Android, der uns gleich ist und wenn schon nicht genauso gebaut wie wir, denn doch zumindest funktionsäquivalent. Das wäre ein sehr großer, universeller Begriff. Und man hat einige Zeit auch wirklich versucht, Universalintelligenzen zu bauen. Man kann aber auch sagen, gut, wir Menschen sind eine interessante Zusammenstellung verschiedener einzelner Fähigkeiten. Unser Gehirn hat verschiedene Funktionen, wir haben verschiedene Kompetenzen und wir fangen klein an, also nicht top-down, das Große zuerst, sondern bottom-up. Und wir bauen einzelne kleine Module, die menschartig intelligentes Verhalten zeigen. Wir bauen zum Beispiel erst einmal einen Word-Prozessor mit Autorechtschreibprüfung und Autovervollständigung oder eine Datenbank, die Vorschläge macht, was ich denn eingeben möchte. Oder vielleicht ein Assistenzsystem, was mein Lenkverhalten ein bisschen unterstützt. Also kleine Komponenten, die schwach smart sind. Und seit etwa 1990 hat sich diese Haltung durchgesetzt, bis
die große Wende vor ein paar Jahren kam und neue Technologien, die Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik viel besser erklären können als ich, auf der großen Bühne des Diskurses erschienen. Herr Professor Strufer, dieser Hype um die künstliche Intelligenz, den wir heute erleben, das ist ja im Grunde die schwache KI, von der wir gerade gehört haben. Das heißt, es sind Programme, die in bestimmten Teilbereichen besser sind als der Mensch, im Schachspiel beispielsweise oder im Go-Spiel haben wir das erlebt, aber möglicherweise auch bei der Diagnose von medizinischen Befunden, von Röntgenbildern oder CT-Bildern. Das Problem hier ist ja, dass das in einer Blackbox abläuft. Das heißt, selbst diejenigen, die diese Systeme aufsetzen, wissen eigentlich nicht, was da im Inneren die Korrelationen etabliert. Das heißt, die Entscheidung ja oder nein, Krebs ja oder nein, das ist ja dann in der Anwendung in einem Krankenhaus etwa ist sicher ein Problem, wenn der Arzt gar nicht nachvollziehen kann, wie eigentlich dieses automatisierte System diese Entscheidung getroffen hat. Also ich glaube, man kann auch da unterscheiden, wenn wir schon bei unterscheiden sind, ich glaube, man kann auch da unterscheiden, einmal zwischen den klassischen Algorithmen, sowas wie State Vector Machines, Support Vector Machines oder Decision Trees oder sowas, von denen man relativ gut verstehen kann, was sie tatsächlich klassifizieren und warum. Und jetzt aber in den letzten Jahren hat sich gerade irgendwie dieses Feld des Deep Learnings, also im Prinzip der neuronalen Netze, die massiv überparametrisiert sind, also die im Prinzip sich viel mehr merken könnten, als wir jetzt eigentlich ihnen an Daten geben, durchgesetzt. Oder es ist jetzt sehr attraktiv geworden, weil diese Systeme auf einmal Probleme zu lösen scheinen in der Qualität, wie wir sie vorher noch nicht gesehen haben. Oder sie lösen sie in der Qualität, wie wir sie vorher noch nicht gesehen haben. Und bei diesen Systemen ist es tatsächlich so, dass wir derzeit große Schwierigkeiten haben, sie erklärbar zu machen, also zu erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden und dann dementsprechend auch besser zu verstehen, warum vielleicht irgendwelche Fehlentscheidungen möglich sind oder getroffen worden sind und so weiter. Und das ist momentan gerade ein sehr intensiv beforschtes Gebiet. Also ich bin jetzt selber kein Machine Learning-Experte, aber im Machine Learning gibt es eine ganze Reihe von Initiativen, die versuchen, jetzt besser zu verstehen, was jetzt also diese tiefen neuronalen Netze eigentlich tatsächlich lernen und warum sie bestimmte Entscheidungen fällen. Wobei das auch noch in den Kinderschuhen steckt. Also häufig ist es dann so, dass man, wenn man jetzt beispielsweise Bilderkennungsmodelle hat, dass man dann darauf hingewiesen wird in dem Ursprungsbild, wo die Artefakte sich befinden, aufgrund derer der Algorithmus jetzt entschieden hat, welcher Klasse er jetzt beispielsweise dieses Bild zuordnet. Das heißt, momentan ist es alles auch noch relativ rudimentär, also wirklich nah an dem, ich sag mal, mathematischen oder formalen Verständnis dafür, was da tatsächlich intern eigentlich passiert, sind wir definitiv nicht. Und ich habe auch in gewisser Weise Zweifel, ob wir dem echten Verständnis viel näher kommen werden. Also man wird wahrscheinlich immer besser verstehen, warum einzelne Entscheidungen getroffen wurden. Also zumindest Gefühle dafür entwickeln können, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Aber sie tatsächlich formal analysierbar machen, denke ich, ist auf absehbare Sicht oder auf absehbare Zeit ist nicht zu erwarten. Das hat insofern auch in gewisser Weise ein bisschen schwierige Konsequenzen, weil wir, solange wir nicht verstehen, aufgrund welcher Artefakte jetzt entschieden wird oder aufgrund welcher Details entschieden wird, wir auch nicht entscheiden können, ob die Systeme sicher sind oder nicht. Also es gibt jetzt auch ein großes Forschungsfeld, was sich damit beschäftigt, wie wir beispielsweise irgendwelche, entweder in die Trainingsdaten irgendwelche Informationen einfließen lassen können, die langfristig dafür sorgen, dass das Modell also an bestimmten Stellen falsch klassifiziert. Und zum anderen gibt es ein großes Forschungsfeld, was sich jetzt für bestimmte Klassifikatoren damit beschäftigt, wie man die Inputs so variieren kann, dass man das System konkret dazu bringt, Fehlentscheidungen zu treffen. Was hat das für Konsequenzen in der Realität? Beispielsweise gibt es ein schönes Projekt, also ein sehr schönes Projekt, was ich sehr mochte, war ein Projekt, wo jemand schlicht und ergreifend einen weißen Mehl, ich glaube es war Mehl oder Zucker,
Kreis um einen Tesla gezogen hat. Und der Tesla hat jetzt also festgestellt, er darf durchgezogene Linien nicht überfahren und war dementsprechend eingesperrt. Oder ein anderes Beispiel, was jetzt dann vielleicht nicht ganz so lustig ist, sind Beispiele, wo Leute rausgefunden haben, aufgrund welcher Pattern bestimmte Fahrzeuge, also automatisch erkennende, fahrende Systeme, bestimmte Schilder erkennen und dann auf Stoppschilder gewisse Punkte geklebt haben, die für Menschen völlig harmlos sind, also wo die Menschen gar nicht darauf reagieren, wo das Auto aber dann dementsprechend nicht mehr erkennt, dass es sich um ein Stoppschild handelt und dann dementsprechend halt das Verkehrszeichen überfährt. Und das ist natürlich ein Problem. Und solange wir nicht in der Lage, jetzt könnte man sagen, wir trainieren einfach immer besser und wir werden langsam immer besser, die Modelle werden immer besser und wir haben immer mehr Daten und dann wird es irgendwann alles immer schöner. Aber solange wir nicht wirklich verstehen, was dahinter steckt, können wir natürlich auch nicht ausschließen, dass solche Angriffe möglich sind und solche Probleme existieren. Herr Professor Wendland, das ist ja also dieses Blackbox-Prinzip, über das wir eben gesprochen haben und das augenscheinlich schwer aufzulösen ist. Das ist ja dann besonders kritisch, sage ich mal, wenn man mit KI Vorhersagen machen will, was ja durchaus passiert. Also etwa die Frage des Erfolgs einer Kandidatin im Studium oder auf einem Arbeitsplatz. Das heißt, diese Maschinen reproduzieren teilweise eben durch die Schieflagen des Trainingsmaterials, mit dem sie ausgestattet werden oder trainiert werden, beziehungsweise Fehlern in der Klassifizierung, eigentlich in der Gesellschaft vorhandene Vorurteile, wie den Rassismus, den Sexismus beispielsweise. Das ist ja für eine Gesellschaft, die möglichst Diskriminierungen loswerden möchte, ein bisschen kritisch, ne, wenn man von diesem selbstverstärkenden Effekt einer Reproduktion der Diskriminierung, die in der Gesellschaft besteht, dann auch noch durch KI-Systeme hat. Vor allem, weil diese KI-Systeme ja immer als Maschine sozusagen als quasi objektive Instanz auftreten. Ja, und das ist vielleicht schon der Ansatzpunkt, dass man sich klar macht, dass diese Objektivität oftmals eben gar nicht gegeben ist oder dass es eine Scheinobjektivität ist oder dass in diesen Ergebnissen, die manchmal so elegant daherkommen, noch ein bisschen mehr drinsteckt. Also dieser Bias, diese Unterscheidung, die man gar nicht will, dieser Rassismus, von dem Sie sprachen, dass man plötzlich vielleicht keinen Kredit bekommt. Das ist ja auch ein Thema, was manche betrifft. Die wollen sich eine Immobilie zulegen, gehen zur Bank, sind gut aufgestellt, bekommen aber trotzdem den Kredit gar nicht oder nur sehr teuer und fragen sich, woran liegt denn das? Das kann Ihnen der Mann von der Bank dann auch nicht beantworten. Er sagt ja, das System hat das so rausgeworfen, es hat ganz viel Daten und leider bekommen Sie diesen hohen Zinssatz. Und möglicherweise ist irgendeine Referenzgruppe abgestürzt, der man zugeordnet ist, in die man sich selbst vielleicht gar nicht zuordnen würde. Und das ist der Grund, warum sich für einen selbst seine Situation verändert. Es kann einem aber niemand erklären, weil man es nicht weiß und weil man es vielleicht aus den Daten auch gar nicht rauskriegt. So, und der erste Schritt ist, dass man sich mit dieser Scheinobjektivität und mit der Frage, kann ich mich darauf überhaupt verlassen, auseinandersetzt. Und Sie sprachen ja vorhin auch schon die Ärzte an, die auch mit KI-Systemen arbeiten. Die machen das ja sehr intensiv. Die vertrauen ja auch nicht blind den KI-Systemen, sondern wenn denen irgendeine Diagnose oder eine Analyse seltsam vorkommt, dann wird die als allererstes mal angezweifelt, auf Plausibilität geprüft. Dafür braucht man aber Hintergrundwissen. Und das Schlimmste wäre tatsächlich blindes Vertrauen, weil man selbst keine Ahnung hat und dann auf das Ergebnis der Maschine vertraut, weil man denkt, da steckt Expertise drin, die aber gar nicht drin steckt. So. Nur diese Settings, die fallen ja nicht vom Himmel. Die werden ja arrangiert. Irgendjemand kümmert sich ja darum, dass irgendwo ein KI-System im Spiel ist, in einer Personalabteilung beispielsweise. Und da werden irgendwann auch Beschaffungsprozesse losgetreten. Und genau an dieser Stelle geht es um Kriterien. So, und dort werden dann Entscheidungen getroffen, die große Konsequenzen haben können. Das heißt also, bevor man über die Folgen der KI-Systeme spricht, müsste man sich genau anschauen, wer trifft wo welche Entscheidungen. Wie klug sind diese Entscheidungen, auch wie klug sind die Personen, die sie treffen? Was sind da vielleicht noch an weiteren Interessen im Spiel, über die gar nicht so gesprochen wird?
Vielleicht ist das ja einem manchmal sogar ganz recht. Und man verkapselt dann eine bestimmte Anforderung oder maskiert die ein bisschen und stellt sie als eine andere Anforderung dar. Und schon hat man das System, was man will. Und an dieser Stelle aufzupassen, ist aus meiner Sicht sehr entscheidend. Also anstelle des blinden Vertrauens wirklich zu prüfen, was ist der Anwendungsfall, was möchte man haben, welche Kriterien sind einem wichtig und das dann auch mal auszutesten. Kommt denn das dabei raus, was man sich wünscht? Ein schönes, vielleicht ein Satz noch dazu, ein schönes Experiment, was vielleicht auch von den Zuschauern, wenn jemand in einer Personalabteilung arbeitet, was man mal selber machen kann. Man nimmt sich ein solches KI-System und gibt die Bewerbungsunterlagen aller Mitarbeiter aus der Personalabteilung einfach mal da rein und lässt überprüfen, ob die Personen einstellungswürdig sind oder nicht. Das kann sehr heilsam sein für den nächsten Beschaffungsprozess. Ja, Herr Vater, lassen Sie mich das noch in einer geschichtsphilosophischen Frage ein bisschen verschärfen. Wenn dieses gesamte soziotechnische System der Digitalisierung in dieser Weise auf die Fortschreibung von Bestehendem abzielt, das ist ja wie so eine gigantische Tautologiemaschine, in die wir da hineingehen. Wenn wir nicht aufpassen, mit Sicherheit. Aber Professor Wendland hat das ja auch schon angesprochen. Wir haben ja Gestaltungsspielraum. Wir haben schon ein wenig über die Grenzen der Technik gesprochen. Also die Grenzen einer Technik oder eines Gedankens finden wir in der Philosophie typischerweise in der theoretischen Philosophie. Also die Grenzen und Möglichkeiten meines Denkens. So. Dann gibt es ethische Fragen, die Antworten auf die Frage, was soll ich denn tun? Also was soll ich anstellen mit dem Zeug, was gebaut wird und was ich in meinem Alltag findet? Aber es gibt noch eine dritte Frage, und zwar, was darf ich hoffen? Und in dieser dritten Frage von Kant verdichtet sich die Frage nach regulativen Ideen, also nach den Zielen, die eine Gesellschaft hat, wenn sie denkt und die Grenzen des Denkens findet oder wenn sie sich darüber einigen möchte, was wir tun sollen. Ja, was sind so. Und dafür brauchen wir auch einen gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozess, welche Zukunft wünschenswert ist. Der Begriff der Technikzukünfte ist da vielleicht ganz praktisch, weil da immer mitgedacht wird, dass eine Gesellschaft und technologische Entwicklung stark miteinander verkoppelt sind. Und jetzt möchte ich historisch noch weitergehen. War es je anders, seitdem wir die Schrift erfunden haben? In den ersten alphanumerischen Zeichensystemen, in den ersten Bildschriften und auch schon in den ersten keilschriftbasierten Planungsunterlagen aus dem Zweistromland kondensiert sich ja ein Gesellschaftsbild. Da sind ja schon gesamtgesellschaftliche Interessen drin verdichtet und sowohl die Ausbildungsgewohnheiten einer Gesellschaft als auch religiös-philosophische Denk- und Orientierungsangebote als auch gemeinschaftsstützende und förderlichende Kommunikationsstrukturen sind, sobald wir schreiben, lesen, rechnen, 5300 Jahre in der Vergangenheit, ja schon technologisch als Bedingung mit eingeschrieben in unsere Kulturtechniken. So, jetzt können wir uns fragen, ob wir gerade in einer Zeit leben, in der uns das besonders deutlich wird, in der es nochmal sichtbar wird. Wir können uns auch fragen, ob wir aufgrund der Allgegenwart unserer Digitaltechnik irgendeine qualitative Schwelle überschritten haben. Oder wir können es ein bisschen abklären und sagen, okay, wie haben die Leute sich denn gefühlt, als der Buchdruck mit beweglichen Lettern und Buchmessen eingeführt wurde, mit neuen Distributionskanälen, ja? Oder was war denn damals der Übergang von der Schriftrolle auf Papyrus, die durchgescrollt wird, in den Kodex, der geblättert wird. Da haben wir ganz viel Wissen auch verloren, weil es nicht übertragen wurde. Ja. Also sind wir momentan eigentlich nur an einer Schwelle, die wir als kognitiv, mimetisch, schreibtechnologischen Wandel beschreiben können, die eine neue Qualität irgendwie markiert. Und können vielleicht sogar in die Vergangenheit gucken, uns anschauen, wie unsere Vorfahren alte Schwellen dieser Art überschritten haben. So. Das würde ich in aufklärischer Absicht dazu sagen. Gut, aber da sind ja dann immer noch die ökonomischen Grundlagen, Herr Professor Struve. KI-Systeme im Sinne des Maschinenlernens sind ja bereits heute im Netz die Grundlage für die Analyse dieser vielen Datenspuren der Userinnen, die dort hinterlassen und sind also im Grunde
das, was man als den digitalen Kapitalismus bezeichnen könnte. Das heißt, es gibt ökonomische Interessen, die ganz intensiv daran zerren, diese Dinge auch dann wirklich anzuwenden. Wenn ich jetzt an die Vision des Internet of Things denke, dem, was man also als ubiquitous oder allgegenwärtiges Computing bezeichnet, da dehnt sich dieses Spurenlassen ja sozusagen in die physische Welt aus. Überall in unserer Umwelt werden Sensoren das Verhalten registrieren und die gewaltigen Datenmengen diesen KI-Analyse-Tools dann als Trainingsmaterial zur Verfügung stellen. Das ist ja auch ein bisschen das, was hinter der Rede von Smart Home, Smart City und so weiter steht, nämlich eine Datensphäre, die wir eigentlich nicht mehr nutzen, sondern irgendwie bewohnen. Also eine Art Cyberhabitat. Ist das nicht schon die Matrix aus der gleichnamigen Filmtrilogie? Ja, also ich bin Fan von dem ersten der drei Teile. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir glücklicherweise leben wir etwas selbstbestimmter als die Akteure in der Matrix. Aber in der Tat, natürlich entwickelt sich die Welt zu einer größeren Beobachtbarkeit hin. Bevor ich dazu was sage, würde ich ganz gerne noch einen Kommentar zur vorigen Diskussion abgeben. Es war gesagt, dass das ein Problem ist, wenn die Leute den Verfahren einfach nur vertrauen und dann ein Arzt beispielsweise sich entscheidet, die Diagnose anzunehmen, die die KI jetzt vorgeschlagen hat. Ich glaube, es kann noch viel schlimmer werden, wenn sich der Mensch irgendwann rechtfertigen muss, weil er es nicht getan hat. Und ich glaube, das wird ein Problem, ne? Wenn wir jetzt darüber über Predictive Policing nachdenken beispielsweise, wo vielleicht in Städten, die jetzt überwacht werden, auf unterschiedliche Arten und Weisen, irgendeinem Polizisten oder irgendein Polizist darauf hingewiesen wird, er sollte jetzt am besten hier und dahin fahren. Und das ist wahrscheinlich irgendwie dann auch eine Gegend, wo Bias basiert oder aufgrund des Vorwissens, was natürlich eine gewisse Eigenschaft hat, man erwartet, dass da was passiert und er tut das nicht. Und dann passiert da ein Verbrechen, dann wird er natürlich in die Situationen kommen, dass er sich rechtfertigen muss und das schwer sein wird, sich rechtfertigen. Das heißt, ich glaube, irgendwann werden wir, aus meiner Sicht die schlimmste Situation wäre, dass die Menschen irgendwann nicht mehr kritisch mit den Entscheidungen umgehen, die die KIs vorschlagen, sondern schlicht und ergreifend, wie das bei den Menschen häufig so üblich ist, zukünftigen Ärger vermeiden wollen und dann dementsprechend einfach sich den Entscheidungen anschließen, die KI vorschlägt. Und ich glaube, das wäre ein echtes Problem. Auch bei der Auswahl der Trainingsdaten, jetzt war ein Vorschlag, dass vielleicht es da auch gewisse Interessen gibt, die dafür sorgen würden, dass sich Systeme so entwickeln, wie man sich das wünscht. Ich glaube auch, dass da das vielleicht gar nicht, also die schlimmere Situation wäre ja eigentlich, dass es da gar keine bösen Akteure gibt, die das wollen, sondern dass wir einfach eine Situation haben, wo in der Vergangenheit beispielsweise in Europa in den Technikwissenschaften oder in den Ingenieurwissenschaften vor allem junge Männer beispielsweise studiert haben und erfolgreich waren. Und dementsprechend gibt es eine systematische Situation, die vielleicht an gar keinem bösen Willen hängt. Aber dieses Vorurteil, was in den Daten steckt, wird natürlich in die Systeme trainiert. So, und dann habe ich natürlich eine Situation, wo dann unter Umständen eine KI sagt, okay, hier bewirbt sich eine Frau und hier bewirbt sich ein Mann. Mit Männern hatten wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen, also nehmen wir den Mann. Und jetzt gar nicht, weil irgendjemand was Böses will, sondern einfach nur, weil diese Biases in den Daten stecken. Und ich glaube, das ist ein echtes Problem mit dem, oder was heißt ein Problem, aber das ist eine Situation, mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen. Sorry, so jetzt ganz kurz zu Ihrer Frage. Genau, die Frage war, ob wir, also wie wir in die Beobachtbarkeit rutschen, ne? Und das ist natürlich tatsächlich jetzt aktuell zu beobachten über die letzten Jahre. Also ich bin nun selber Informatiker. Und man muss ja auch sagen, dass wir nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren angefangen haben, kritisch zu werden. Es gibt ja Weizenbaum beispielsweise, der schon vor 40 Jahren, 45, 50 Jahren gesagt hat, wir sollten mal darüber nachdenken, was wir da jetzt gerade tun oder welche Konsequenzen das haben könnte. Und so entwickelte sich auch über die letzten Jahre eigentlich eine gewisse Kultur des Skeptizismus, die leider nicht wahnsinnig weit verbreitet ist bei Ingenieuren. Ingenieure wollen immer lieber basteln und bauen und was Cooleres hinstellen, als jetzt irgendwie darüber nachdenken,
welche Konsequenzen das haben könnte. Aber es gibt schon so eine Beobachtung. Und gerade in dem Bereich der Leute, die sich skeptisch mit den Systemen auseinandersetzen, ist natürlich die Beobachtung offensichtlich, dass wir, ich sag mal, als das Internet eingeführt wurde, dann konnte man vielleicht am Anfang, konnten die Webserver jetzt mitbekommen, auf welche Webseiten man gesurft ist oder welche Artikel man sich angeguckt hat. Dann gab es auf einmal Third-Party-Cookies, dann konnten auf einmal irgendwie andere noch mitbeobachten, welche Webseiten irgendein Individuum im Internet besucht und wie lange es da bleibt. Dann gab es auf einmal irgendwelche Mobiltelefone, die man mit sich rumgetragen hat. Dann hatte man auch noch GPS-Informationen dazu, wo sich die Leute aufgehalten haben. Dann hatte man sowas wie Social Media, wo auf einmal dann Leute im Internet relativ frei alle möglichen persönlichen Informationen über sich preisgegeben haben, viele davon vielleicht auch, die der Wahrheit entsprechen. Und jetzt geht es genau, wie gesagt haben, noch einen Schritt weiter, dass wir im Prinzip von den Systemen, die wir vorher aktiv benutzt haben, nämlich das Web oder vielleicht das Telefon, auf einmal, wo wir auch beobachtbar waren, auf einmal in eine Situation kommen, wo wir durch die Umwelt beobachtbar werden. Das heißt, wir haben eigentlich gar keinen Einfluss mehr darauf. Also ich meine, hier sehen wir irgendwelche Kameras, einige, die wir bewusst hingestellt haben, einige, die einfach so hier stehen. Hier gibt es wahrscheinlich irgendwie einen WLAN-Router. Mit dem WLAN-Router könnte man beispielsweise Personen identifizieren, nicht identifizieren, aber feststellen, wo Personen stehen und so weiter. Viele Leute stellen sich sowas wie irgendwelche Home Assistants zu Hause hin, mit denen man zweimal klatschen, das Licht an- und ausschalten kann oder solche Dinge tun kann. Und na klar, die Konsequenz daraus ist, dass wir von der Situation, wo wir unter Umständen noch in der Lage gewesen wären, bewusst zu entscheiden, welche Informationen wir bei uns preisgeben wollen, weil wir sie aktiv geteilt haben, auf einmal beobachtet werden von außerhalb. Und jetzt mit, genau, Sie haben auch gesagt, Smart Cities, laufen wir natürlich immer mehr in diese Situation hinein. Ich bin jetzt auch Ingenieur, das heißt, ich brenne auch für neue Technologien. Das heißt, ich glaube, viele von den Ideen, die da entwickelt werden, sind irgendwie auch cool und die viele von den neuen Funktionalitäten, die wir dann benutzen können oder die uns angeboten werden, freue ich mich, wenn ich sie benutzen kann, wenn sie mir das Leben leichter machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch feststellen, dass wir als Gesellschaft wirklich nicht gelernt haben, damit umzugehen. Also es war ja eben schon der Hinweis auf die letzten Tausenden von Jahren, in denen wir uns an bestimmte kulturelle Praktiken gewöhnt haben. Und mit der digitalen Welt, die ist jetzt tatsächlich eine, zwei Generationen alt. Und ich glaube, da haben wir als Gesellschaft nicht gelernt, umzugehen. Und das ist eine Sache, die uns auf jeden Fall ansteht. Ne? Also wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, was das bedeutet. Auf der einen Seite müssen wir uns sicherlich darüber Gedanken machen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen wollen, dass bestimmte Informationen bekannt werden, die bekannt werden. Das werden wir nicht vermeiden können. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch über die Grenzen einig werden. Ne? Also wo wir sagen, bis dahin ist okay. Aber mehr wollen wir nicht. Und wenn wir jetzt aktuell die Rechtsprechung oder die Gesetzgebung sehen, dann geht das ja einen ganz guten Weg, also dann geht in eine ganz gute Richtung. Also man bemüht sich ja vorsichtig, dann den Goliath, gegen den wir dagegen ankämpfen, so ein bisschen einzuhegen, sodass man dann also auch ein bisschen wieder als Individuum gewisse Rechte bekommt. Ja, ich kann jetzt auch Professor Alexander Weibel aus Seattle begrüßen. Er hat sich zugeschaltet. Schön, Herr Professor Weibel, dass Sie es geschafft haben. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit machen, ne? Denn diese Forschung zur künstlichen Intelligenz, die gibt's ja jetzt mal gute 40 Jahre. Und es begann immer mit hochfliegenden Hoffnungen, die dann relativ schnell enttäuscht wurden. Sie selbst haben bereits vor 40 Jahren das Konzept eines Convolutional Neural Network vorgelegt. Was sind denn aus Ihrer Perspektive die Gründe, warum das jetzt plötzlich so boomt? Ja, zunächst mal tut mir leid, dass ich hier erst später zuschalte, aber ich freue mich trotzdem, hier mit Ihnen mitzudiskutieren. Habe so ein bisschen jetzt zugehört, wo die Diskussion lang geht. Sie erwähnten Weizenbaum. Ich habe Herrn Weizenbaum noch persönlich kennengelernt am MIT, als ich Student dort war. Und wie gesagt, die Diskussion ist eigentlich dieselbe, wie bereits gesagt. Man hat also sicherlich auch vor 40 Jahren schon über diese Homunculus und solche Sachen nachgedacht und was es denn tun könnte. Ich selbst bin im Studium eigentlich motiviert gewesen, um Gutes in der Menschheit sozusagen zu kreieren und mit den Technologien eigentlich auch Brücken zu schalten. Unsere Arbeit beschäftigt sich ja damit, also jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten mit der Übersetzung gesprochener Sprache. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann diese neuronalen Netze auch entwickelt, weil man einfach lernende Systeme braucht, um sowas Kompliziertes wie Sprache in den Griff zu bekommen.
war also eine technische Motivation und letztendlich auch eine gesellschaftliche, um etwas Gutes zu tun. Warum das jetzt alles jetzt plötzlich so hochkocht, trotz der vielen Enttäuschungen, hat einen relativ einfachen und philosophischen, dass wir einfach wesentlich mehr Rechenpower jetzt zur Verfügung haben, als wir das früher hatten. Wir haben 1987 das sogenannte Time Delay Neural Network entwickelt. Ich war damals in Japan Forscher am ATS. Das Time Delay Neural Network war das erste Convolution Neural Network. Wir haben es also für Spracherkennung eingesetzt und später dann eben auch für Bildverarbeitung. Dann lagen diese Dinge aber brach für 20 Jahre. Wir haben es in Karlsruhe noch eingesetzt und Forschungsarbeiten damit gemacht in der Spracherkennung und Übersetzung. Aber der richtige Boom kam dann jetzt erst 2008, wo man dieselben Netze wie damals mit heutiger Rechenpower und heutigen Daten zum Einsatz brachte und plötzlich feststellte, dass diese 30% besser funktionierten als alle anderen statistischen Lernverfahren, die man bis zu diesem Zeitpunkt eben so benutzt hatte. Also eine große Überraschung, die eigentlich jeden überraschte, also auch die Forscher, die in dem Bereich waren, dass es plötzlich so viel besser funktioniert und gar nicht mal so eine besonders mystische Erkenntnis dahinter stand, sondern einfach die Rechenleistung, die wir zur Verfügung hatten. Und dass man mehrere Layers und mehr Daten und so weiter und so fort, und plötzlich funktioniert das. Nun möchte ich nicht verniedlichen, dass man natürlich auch noch vieles anderes hinzuentwickelt hat und die Sachen inzwischen verbessert hat, algorithmisch. Aber im Wesentlichen hat die Power der Rechner dazu beigetragen, dass das jetzt so toll funktioniert. In unserem eigenen Bereich, die Spracherkennungsleistung und die Übersetzungsleistung sind sprunghaft angestiegen. Ich kann Ihnen die Kurven zeigen, als man diese Netze jetzt wieder zum Einsatz brachte. Nun, die Frage, die wir jetzt nun hier auch natürlich diskutieren, ist eine philosophische. Wird das dazu führen, dass die Maschine besser wird als der Mensch? Das haben wir jetzt vor 2-3 Monaten, also vor einem halben Jahr eigentlich zeigen können. Einer meiner Mitarbeiter hat eine Spracherkennungsergebnis an einem alten Benchmark durchführen können, wo wir haben zeigen können, dass jetzt die Spracherkennungsgenauigkeit der Maschine besser ist als die des Menschen. Und in Echtzeit, wir haben das also jetzt praktisch in einem echten objektiven Benchmark zeigen können, international. Da ging also eine Pressemeldung dazu auch raus. Die Frage ist, haben wir nun damit intelligentes Verhalten? Und damit bin ich wieder bei Weizenbaum, der auch eigentlich immer damals schon zeigen wollte, wie das immer noch nicht so richtig die Intelligenz ist, wie man sie beim Menschen erlebt. Also wir wissen, dass sicherlich intelligentes Verhalten auch die Möglichkeit ist, sich auf Neues einzustellen. Und die Maschinen, die wir derzeit entwickeln, sind immer wieder trainiert an existierenden Daten. Nun gibt es daran Arbeiten. Wir selbst haben ein großes Projekt, Organic Machine Learning, vom BMBF gefördert, an dem wir versuchen, Lifelong Learning zu machen, wo die Maschine immer dazulernt und inkrementell und interaktiv dazulernt. Und wir hoffen, dass damit tatsächlich intelligenteres Verhalten entsteht. Nun haben wir also mit anderen Worten, meine Rede ist in gewisser Hinsicht zweigeteilt. Das eine ist, dass wir auf der einen Seite noch nicht da sind, bei weitem noch nicht. Und so die Intelligenz, wie man sich, obwohl wir Superhuman Performance in bestimmten Bereichen zeigen können, haben wir sicherlich keine Maschine, die die Flexibilität und die inkrementelle Lernfähigkeit des Menschen tatsächlich hat und die Kreativität. Und insofern sind es immer noch Maschinen. Und wenn man jetzt also sich praktisch über Dinge Sorgen machen möchte heutzutage und Angst vor Sachen haben möchte, dann würde ich dann die Angst in 3 ganz anderen Punkten sehen. Die eine ist die Illusion, dass wir mit den Maschinen eine Illusion kreieren, bei der wir meinen, dass es menschenähnlich ist oder besser ist als der Mensch und damit sozusagen einen Fehler begehen. Und das war das, was eigentlich Weizenbaum auch in seinen Beispielen, er hatte seine Maschine damals schon in seinem Labor laufen lassen und war ein ganz primitiver, einfacher Algorithmus. Wir haben so einen ähnlichen tatsächlich mal nachvollzogen mit einem Bachelorstudenten, der einen Backchanneler baute. Das ist also eine Maschine, die im Hintergrund immer sagt. Und die Illusion entsteht, dass da ja jemand zuhört.
Und das ist natürlich völliger Quatsch. Die Maschine hört nicht zu, sie macht nur aha an der richtigen Stelle. Und die Illusion entsteht dann tatsächlich, dass man hier mit einem intelligenten Gegenüber hat. Und das sehen wir überall. Und die Projektion des Menschen in eine Maschine hinein, dass man tatsächlich Intelligenz vor sich hat oder möglicherweise sogar eine religiöse Beziehung damit entwickelt, hat Weizenbaum erschreckt. Und das erschreckt mich heute auch noch, weil wir damit natürlich einen riesen Fehler machen, da viel zu viel rein zu projizieren, als es tatsächlich ist. Die zweite Angst, die ich habe, ist die, dass man sich in Deutschland mit Bedenkenträgerei immer viel zu sehr abkoppelt vom Rest der Welt. Denn wir können das mit unseren Bedenken in Deutschland nicht aufhalten. Amerika ist da viel offensiver und aggressiver und China schlägt alle Rekorde momentan, indem man überhaupt nicht mehr darauf achtet, auf welche ethischen Möglichkeiten oder Fähigkeiten das haben könnte. Ist das gut? Natürlich habe ich dieselben Zweifel und dieselben Sorgen. Wir können nicht einfach so blind in die Zukunft reinarbeiten und uns nicht darüber Gedanken machen, wie sich das auswirkt. Auf der anderen Seite können wir nicht die Augen zumachen zu dem, was tatsächlich um uns herum passiert. Und wenn Deutschland sich sozusagen nur mit Verboten immer abkapselt, hacken wir uns ins eigene Bein. Wir machen, sagen wir mal, zwar verbieten das, aber der Rest der Welt zieht trotzdem dran vorbei und am Ende kaufen wir das im Ausland trotzdem ein. Und da kann ich Ihnen viele Beispiele darüber erzählen, wo ganze Industrien einfach nicht passieren, weil wir es uns selber einfach verdattelt haben und am Ende kauft man das ein. Alle die Firmen, die Sie benutzen, Google und Facebook und was auch immer, ist alles im Ausland, weil man, auch wenn man die Dinge in Deutschland durchaus teilweise entwickelt hat. Ja gut, also dazu der Punkt. Und der dritte, der mir auch Sorge macht, ist in gewisser Hinsicht diese Geschichte mit dem Schöpfergott, dass man meint, die Arroganz, die sich teilweise mit der KI verbindet, dass man also meint, man hat alles im Griff und kann sich nicht mehr wundern über die Schönheit der Natur und der Schönheit der Umgebung, sondern man muss alles kontrollieren und kann alles kontrollieren. Und das geht sowohl ins Gesellschaftliche als auch ins Technische hinein. Und da habe ich auch Sorge, weil es uns letztendlich ablenkt und Hochmut kommt vor dem Fall, wie das so schön heißt. Das heißt, wenn wir arrogant werden, wird uns das irgendwann mal beißen. Und wo das dann genau sein wird, wird man sehen. Aber das ist sicherlich auch eine Sorge, die ich habe. Okay, jetzt habe ich lange geredet. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Aber in gewisser Hinsicht vielleicht eine alternative Sicht der Dinge, weil meiner Ansicht nach ich in vielen der Punkte, über die man sich sehr oft Gedanken macht, nicht die Gefahren sehe, sondern an anderer Stelle. Ja, Herr Professor Weibel, Sie haben ja gesagt auch, dass diese Blackbox-Phänomen, was diese neuronalen Netze betrifft, dass das sozusagen ein Wunderpunkt ist. Sie erleben ein konkretes Beispiel der künstlichen Intelligenz. Herr Professor Weibel, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wir sind hier noch mitten in der Pandemie, wie man sieht. Diese Frage des Blackbox-Prinzips bei diesen neuronalen Netzen, das haben Sie ja auch als wunden Punkt schon bezeichnet. Sie haben gesagt, diese KI-Systeme, die darf man in ihrem Lernprozess nicht frei laufen lassen. Die brauchen einen Coach, die müssen in die Schule gehen und unter Anleitung lernen. Sie selbst haben ja auch in diesem Bereich ein Forschungsprojekt laufen, das der Maschine beibringen soll, wo sie jetzt konkret Fehler gemacht hat. Wie weit ist es da inzwischen? Wie sehen diese Ansätze einer kooperativeren Miteinanders von Mensch und Maschine aus? Ja, also wenn ich besonders technisch antworten soll, ich finde das ein begeisterndes Thema, das mich schon eigentlich meine ganze Karriere beschäftigt, das Umgehen mit Fehlern. Ich finde Fehler faszinierend, weil sie uns als Menschen natürlich ständig begleiten und wir haben hervorragende Strategien, wie wir mit Fehlern umgehen. Das heißt, wir können erstens mal einstufen, wenn etwas schief geht und dann können wir Rückfragen stellen, wir können interagieren, wir können die
Welt erschaffen und uns versuchen, besser zu verstehen. Unser Gehirne träumen nachts, darüber haben wir uns auch viel zu wenig Gedanken gemacht. Während des Träumens passieren faszinierende Prozesse, wie wir unsere gedanklichen Modelle aufräumen und erneuern und tatsächlich kreative neue Lösungen erfinden, indem wir uns beim Träumen virtuelle Filme sozusagen kreieren, mit denen wir dann wieder neue Daten produzieren, mit denen wir wieder neu lernen können. Also Fehler sind entscheidend für unser Weiterentwickeln. Und wir arbeiten dort an verschiedenen Algorithmen und an verschiedenen Ecken und Teilen, wie man zum Beispiel neue Wörter in ein Spracherkennungs- oder Übersetzungssystem reinbringt, interaktiv und lifelong, also dass man lifelong learning, dass man ständig lernt. Und da ist eben genau dieser Prozess der Repair von Fehlern entscheidend. Wie weit sind wir da? Das ist noch Grundlagenforschung. Also momentan sind die Systeme einfach, wie Sie sagen, Blackbox. Das heißt, man trainiert die mit großen Daten und dann reagieren die da drauf. Aber wir fangen eben, wie gesagt, an oder wir arbeiten an Stellen, wo man zum Beispiel sprachlich oder mit inkrementellen Daten diese dann auch verbessern kann. Traditionell ist es so, dass wenn man mit neuen Daten einfach dazu trainiert, dass das System alles vergisst, was es bisher gelernt hat und man es damit sozusagen kaputt macht. Und wir versuchen sozusagen mit Transfer Learning und Incremental Learning und so weiter Sachen dazuzufügen, mit denen man dann Neues dazulernen kann, ohne das Alte wieder kaputt zu machen. Ich denke, das wird funktionieren. Also da sind wir sicherlich in ein paar Jahren so weit, dass wir da interaktivere Lösungen haben werden. Und die sind natürlich entscheidend, weil die Welt verändert sich ja. Und aus dem Grunde ist das ein wichtiger technischer Bereich. Herr Professor Wendland, Europa, Deutschland als Bedenkenträger, gerade eben vorgetragen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht abhängen lassen von dieser Entwicklung. Damit können Sie eigentlich Ihren Beruf oft an den Nagel hängen. Nein. Also zunächst mal stimme ich dem zu. Diese so war Bedenken, das auch nicht gemein. Also ich stimme dem zu, diese Bedenken. Trägerei, die kann einen unglaublich ausbremsen. So, und woran liegt das? Das hat vielleicht auch kulturelle Hintergründe. Da kennt sich Christian Vater dann besser aus. Das, was oftmals das Resultat ist, dass wir einfach nicht ins Handeln kommen und anstattdessen reden. So, und dann wird die Bedenkenträgerei, ist dann nicht mehr funktional, sondern sie wird sozusagen zum Selbstzweck. Ja. Und dann reden auch andere Leute. Dann sind möglicherweise die Techniker, die Ingenieure, die sind dann raus, denn die anderen reden über ihre Bedenken und solche Themen können sich dann verselbstständigen. Man kann Bücher schreiben, die werden dann gekauft, gelesen und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was der Technikfolgenabschätzung und der Technikethik manchmal auch mit Recht zum Vorwurf gemacht wird. Oftmals nicht, aber manchmal schon. Und wir haben ja zum Glück, deshalb bin ich optimistisch, was die berufliche Zukunft anbelangt, neben der Technikethik und der Technikfolgenabschätzung ja auch das riesengroße Feld der Technikgestaltung. So, und in diesem Feld geht es ja darum, Dinge zu tun, vielleicht auch professionell Dinge zu lassen. Ich nenne das professionelles Bleiben lassen. Aber im Wesentlichen geht es um die Frage, wie wollen wir die Welt denn haben? Wie wollen wir sie gestalten? Und was soll da alles mit einfließen? Welche Kriterien fließen ein? Welche Szenarien sind für uns wünschenswert und welche sind auch nicht wünschenswert? Da gibt es ja dieses Unknown. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und da liegt halt manchmal der Hund begraben. Ja? Und wenn wir uns im Bereich der Technikfolgenabschätzung auf diese Felder konzentrieren, um zu verhindern, dass irgendwas schiefläuft. Also ein guter Technikfolgenabschätzer muss eigentlich nur aufpassen, dass nichts schiefläuft. So. Dann haben wir tatsächlich auch die Möglichkeiten, ins Handeln zu kommen und sehr gute Systeme zu entwickeln. Ja? Und diese Bedenkenträgerei, die finde ich auch teilweise unadäquat. Jetzt mal direkte Antwort auf Ihre Frage. Und stattdessen reflektiert in die Technikgestaltung zu gehen. Und auch ein Ingenieur, hat der Struwe ja vorhin gesagt, die interessieren sich oftmals eher fürs Implementieren, für Entwicklungsumgebungen und so weiter. Und diese ganze Rede von Technik und Gesellschaft und der Mensch und so weiter, das ist dann vielleicht so als Beiblatt ganz nett und macht sich auch im Lebenslauf ganz gut. Oder gerade in Informatikstudiengängen muss man ja auch sagen, dort sitzen dann manchmal eben auch die Studentinnen. Ja, das hat ja auch tatsächlich eine Anziehungskraft, was dazu führt, dass Studiengänge so konzipiert werden, dass man überlegt, wie kriegt man die Frauenquote hoch. Ja, das ist ja sozusagen auf der anderen Seite. So, wenn man das jetzt aber mal zusammennimmt, manchmal
gibt es ja diesen Umschlagpunkt, dass auch Techniker merken, dass das, was sie da tun, eine übergeordnete Bedeutung hat. Also dass sie damit nicht nur im Kleinen irgendetwas bauen, worüber man sich dann freuen kann, sondern dass sie damit auch ein Stück weit die Welt mitgestalten. Und dann kommt man irgendwann an die eigene Verantwortung und damit kann man umgehen. Das muss aber nicht immer so schwer aufgeladen sein, sondern das kann man eigentlich im Rahmen der Ausbildung miterledigen. Und es gibt Standorte, an denen läuft das wunderbar. Die allgemeine Reflexion, auch mit Josef Weizenbaum, der ist jetzt schon mehrfach hier aufgetaucht. Ich kann auch noch kurz, ich konnte ihn auch persönlich kennenlernen, obwohl ich vielleicht einer der Jüngeren hier bin und musste mal einen Abend lang mit ihm Schnaps trinken und er hat gewonnen. Und er hat aber genau auf diesen Punkt auch immer hingewiesen, dass er es sehr schade findet, dass die Menschen manchmal einfach nicht um die Ecke denken und die Dinge, die zusammengehören, auch mal zusammenbringen. So. Das heißt also, die Bedenkenträgerei, die kann man manchmal auch einfach lassen und sich fragen, was wir denn haben wollen. Welche Szenarien sind für die Zukunft attraktiv, für wen und was wollen wir lieber professionell bleiben lassen? Darf gut, ich da das reagieren, Herr Fuchs? Ja, ich will auch was dazu sagen. Herr Professor Weibier. Das würde ich ganz komplett unterstützen und auch so sehen, weil, in den Arbeiten, die wir meine ganze Karriere machen, steckt eine Motivation dahinter, was Gutes zu tun, nämlich Sprachbarrieren zu überwinden, ja. Und wenn man, wie gesagt, an den Turm von Babel denkt, das ist am Ende böse geendet. Aber es ist böse geendet nicht, weil man eine Technologie entwickelt hat, sondern es ist böse geendet wegen der Hybris der Menschheit, sagen wir so in dem philosophischen Sinne. Ja? Und wir sind da eigentlich zuversichtlich, dass man mit diesen Technologien tolle Sachen machen kann. Also die Tatsache, dass wir jetzt in vielen Sprachen kommunizieren können, geht letztendlich auf diese Innovation hin, dass man also Übersetzer bauen kann und Sprache erkennen kann und diese Methoden durchaus ausgesprochen nützlich in der Richtung sind. Das heißt, und ich würde voll unterschreiben, die Sache, dass man, wenn man diese Entwicklungen dann funktional nicht weitertreibt oder nicht umsetzt, da liegt meiner Ansicht nach der Fehler, dass man sagt, okay, wir machen jetzt gar nichts mehr, weil wir vor der Sache Angst haben. Es könnte ja sein, dass der Turm zusammenbricht oder so. Da liegt das Problem nicht begraben. Und aus dem Grunde meiner Ansicht nach müssen wir hier offensiver sein. Also ich rede jetzt hier von Startup-Companies und Umsetzung, Mergers and Acquisitions, Umsetzung in industrielle Zweige und so weiter. Das darf uns nicht ausbremsen, dass man natürlich hinterfragt und schaut, wo man seine Energien reinmacht. Das diktiert eigentlich schon der Markt. Denn wer würde denn irgendwas kaufen, was einem nur Unannehmlichkeiten macht? Also die Technologien, die wir entwickeln, sind ja nützlich. Und wenn sie nützlich sind, dann sind sie für den Menschen auch irgendwie interessant. Und da bin ich also viel optimistischer, würde ich sagen. Herr Professor Strufe, zu Bedenkenträgern. Genau, also das finde ich, das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Ich glaube, also über die unsichtbare Hand des Marktes habe ich noch vielleicht eine andere eigene Meinung, aber jetzt, was die Bedenkenträger betrifft, ist, glaube ich, die Situation doch eigentlich so, dass viel der Bedenkenträgerei daher kommt, dass Leute nicht wissen wirklich, worüber sie reden. Und ich meine jetzt auch, wenn wir jetzt häufig darüber sprechen, dass man in Europa vielleicht bestimmte Sachen nicht dürfte oder sowas, das stimmt ja im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht. Was man nicht darf, ist die Daten von Personen verarbeiten, ohne dass die Personen darin einwilligen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch völlig unproblematisch. Also denn wir haben ja genügend andere Daten und wir haben auch genügend Möglichkeiten, von Personen Einwilligung zu bekommen. Also eigentlich ist, glaube ich, das Problem, was hinter der Bedenkenträgerei manchmal so ein bisschen hervorblitzt, ist ja die Diskussion, dass der Datenschutz irgendwie Innovationen schwächen oder bremsen würde. Und das halte ich wirklich für Quatsch. Denn wie gesagt, es gibt jede Menge Daten, die völlig, also gar keinen Personenbezug haben, die man verarbeiten kann. Es gibt jede Menge Daten, die frei zugänglich sind, wo es inzwischen gar kein Problem ist, dass man sie verarbeitet. Die ganzen alten Bücher, wo die Autoren gestorben sind, kann man ohne Probleme benutzen. Also es gibt jede Menge Daten, die wir auch einfach so benutzen können, ohne dass es jetzt irgendwelche juristischen Probleme gäbe. Und ich glaube, gleichzeitig haben wir die Situation, dass ganz häufig, also es, wie muss ich ehrlich sagen, wir als Ingenieure machen es der restlichen Welt auch vielleicht dann nicht immer einfacher, weil wir dann ganz häufig irgendwie sagen, zum einen kommt ganz häufig das Argument, sowas wie Persönlichkeitsrechte bedrohen unsere Innovation und die Industrie in Europa, was natürlich eigentlich Quatsch ist. Gleichzeitig wird dann ganz häufig als Gegenreaktion gesagt, das, was wir jetzt gerade bauen, ist aber DSGVO-konform.
ohne dass irgendjemand damit irgendwas einschätzt oder damit irgendwas anfangen könnte und was auch ganz häufig gar nicht stimmt. Ne? Also wo irgendwelche Leute behaupten, irgendwas sei DSGVO-konform, was aber überhaupt gar nicht DSGVO-konform sein kann. Und dann machen wir es natürlich auch für die Leute, die jetzt nicht wirklich Techniker sind und die jetzt von draußen drauf gucken, viel schwieriger zu verstehen, was da jetzt irgendwie tatsächlich Sache ist. Und eine schöne Sache ist, dass beispielsweise die ACM, also im Prinzip die internationale Institution für die Informatiker, schlägt vor, dass Studenten am Anfang des Studiums irgendeine Art von Ethikkurs belegen sollten. Und bevor ich nach Karlsruhe gekommen bin, war ich an der TU Dresden, da ist das so, da müssen also die Studenten tatsächlich, das heißt dann nicht Ethik, sondern Technik und Gesellschaft oder Informatik und Gesellschaft, so einen Kurs belegen. Was ganz häufig eine Art von Weckruf verursacht. Ne? Also das, wo die Leute, ich habe es nicht gehabt, als ich im Studium war, ich habe alles gebaut und gebastelt, wie ich konnte, bis man dann irgendwann denkt, ist es eigentlich gut, was ich da jetzt tue. Und, aber jetzt beobachten wir bei den Studenten, die tatsächlich einfach nur einmal so einen Ethikkurs belegen, dass die im Anschluss dann tatsächlich doch ein kleines bisschen mehr darüber nachdenken, welche Auswirkungen es haben könnte. Viele davon werden dann trotzdem einfache Bastelingenieure, und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber viele davon denken dann zumindest auch, also werden überhaupt mal sich der Situation bewusst. Und ich glaube, das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, sodass wir dann irgendwann als Gesellschaft halt auch dahin kommen, zu sagen, das ist eine Sache, die wir nicht wollen, das ist eine Sache, wo ganz viel Innovation drinstecken kann, die wir auch wollen und die auch problemlos machbar ist. Aber es gibt halt diese Grenze dazwischen und die wollen wir nach Möglichkeit nicht übertreten. Wenn ich vielleicht noch einmal, ja, Herr Vater, ja. Kurz anschließen darf. Es geht hier wirklich um Computer Power und Human Reason. Und die Reason, die Weizenbaum meinte, war die Urteilskraft. Und Urteilskraft bedeutet, dass ich eine Situation einschätzen kann, dass ich sie abschätzen kann. Und das setzt auch technische Kenntnis voraus. Also genauso, wie ich mir wünschen würde, dass in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern so ein verbindliches Grundelement Technikkunde eingeführt werden sollte, ist es natürlich toll, dass so ein verbindliches Grundlehrelement Soziales, Kultur und Ethik vorgeschlagen wird. Ich meine, die Mediziner machen das ja schon immer, dass es Ethik und Geschichte der Medizin im Studium gibt. Und das ist ja auch gut für alle Beteiligten. Und da geht es ja darum, die Blackbox zu öffnen und nicht zu schließen. Und ich denke, das ist eine der größten und wichtigsten Forderungen, die wir zurzeit an die Technikgestaltung auch im Alltag richten können. Ich meine, ein Smartphone ist eine tolle Sache, ja. Und das iPhone ist so etwas wie ein Leitartefakt der Gegenwart und ein Meisterwerk des Industriedesigns. Aber es ist natürlich die komplett verkapselte, unbekannte Instanz, ja, in die ich nicht mehr reingucken kann, wo ich auch keine Kontrolle mehr drüber habe. Nicht wie der C64er, den ich damals noch aufgeschraubt habe, um eine Platine auszutauschen, ja. So, und ich meine, das Smartphone ist eine Oberfläche mit tollen Icons und ich lerne nichts mehr, wenn ich damit umgehe. Und eine Forderung, die wir stellen können, ist doch zugängliche Technik, die wir aufmachen können, um reinzugucken, wie sie funktioniert, auch gerade in didaktischer Absicht. Zum Beispiel in der Oberstufe, vielleicht sogar im Kindergarten mit kleinen Lego-Bausteinen. Ja, jetzt ist, glaube ich, der Augenblick, dass wir für ein kurze Zeit mal den harten Boden der Wissenschaft und der Gesellschaft verlassen und uns der Sphäre der Science-Fiction-Populärkultur zuwenden. Science und Fiction sind ja viel enger verbunden, als man das so gemeinhin bei den Bastelingenieuren sich vorstellt. Frau Dr. Adam, auf der Berlinale in Berlin lief ja jetzt gerade der Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Da geht es auch in einer nicht allzu fernen Zukunft darum, eine Beziehung zwischen einer Wissenschaftlerin und einem Roboter darzustellen. Ein Roboter, der sich mittels KI an die emotionalen Bedürfnisse seiner Besitzerin anpassen kann. Das erinnert wieder an den Film Her von 2013. Da war es ein männlicher Protagonist, der sich nach einer Scheidung mit einer weiblichen Stimme ausgestatteten und auch auf Basis von KI funktionierenden digitalen Assistenten verliebte. Gibt es eine Erklärung, warum in Robotergeschichten so oft das Verhältnis der Geschlechter ausgerechnet zueinander ausgehandelt wird? Ja, absolut. Also zunächst mal verlassen wir gar nicht unbedingt den Boden der Wissenschaft, sondern auch diese Science-Fiction-Erzählungen kann man natürlich wissenschaftlich analysieren. Und es ist auch so, dass Roboter nicht grundsätzlich ein Geschlecht haben. Also es hat sich ja aus der Runde schon jemand als
Matrix-Fan geoutet, zumindest vom ersten Teil, wie ich gehört habe. Und da gibt es ja Maschinen, die in der Zukunft über die Menschheit herrschen. Eine ähnliche Konstellation wie bei der Terminator-Reihe beispielsweise. Das sind Maschinen, die nicht geschlechtlich markiert sind. Maschinen, die kein Geschlecht haben, bedeuten aber meistens nichts Gutes für den Menschen. Das könnte man sagen, das geht im Film oft nicht gut aus für die Menschheit. So. In dem Moment, in dem KI in irgendeiner Form individualisiert wird, als Akteur oder Akteurin auftritt, dann wird die Maschine meistens auch geschlechtlich markiert. Das kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Wir haben gerade Her genannt, also da haben wir ein weiblich konnotiertes Sprachsystem, das funktioniert viel über Körper oder auch über Verhalten, was die KI zeigt oder was wir, was der KI von außen zugeschrieben wird. Das hat einfach damit zu tun, dass unsere Kultur viel über Dichotomien funktioniert. Ne? Also zwei Pole, die einander gegenübergestellt sind. Da gibt es Geist-Körper beispielsweise, das Menschliche und das Nichtmenschliche. Und mit die wichtigste ist tatsächlich die Dichotomie männlich-weiblich. Und insofern, wenn wir Filmmaschinen darstellen, werden die sozusagen integriert in diese Matrix, dass wir die verarbeiten können, dass wir Geschichten erzählen können. Und diese Geschichten über Maschinen spielen sich oft auch in der Form ab, dass eine Geschlechterrolle sogar sehr, sehr stark akzentuiert wird. Also wir kennen alle Arnold Schwarzenegger aus der Terminator-Reihe. Das ist eine sehr expressive Form von Maskulinität. Es gab aber auch um die Jahrtausendwende gab es so den Typus des männlichen, ja, sensiblen Roboters, beispielsweise in dem Film AI von Steven Spielberg oder der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams. Das sind so männliche Figuren, die sehr damit gerungen haben, dass man ihnen das Menschsein abgesprochen hat. Und es gibt natürlich auch eine lange, lange Reihe von Maschinenfrauen. Ein neueres Beispiel wäre die weibliche KI aus dem Film Ex Machina. Ein ganz klassischer Plot ist eben auch in Bezug auf die Menschwerdung oder die Frage, wo fängt das Menschsein an, wo hört die Maschine auf, ist die Geschichte des Nichtverliebens. In der Literatur und in der Kunst, aber auch im Film funktioniert natürlich die Ästhetik des Negativen, also der Katastrophe, des Albtraums, besser als Bilder eines harmonischen paradiesischen Zustandes. Dennoch würde ich gerne die Frage stellen, wie hat sich denn dieses Verhältnis, also wir haben jetzt gerade über Bedenkenträger gesprochen, über Ängste, Beunruhigungen, wie hat sich dieses Verhältnis von Schrecken und Hoffnung, von Dystopie und Utopie in den Narrativen, etwa zum künstlichen Menschen, zum Cyborg in der Geschichte von der Science Fiction verändert? Da müssen wir ein bisschen zurückreisen in das Genre der Utopie. Die Wurzeln gehen zurück ins 16. Jahrhundert. Die erste Utopie war von Thomas Morus. Und dann hat sich das entwickelt. Zuerst haben sich Utopien auf Inseln abgespielt. Irgendwann gab es keine weißen Flecken auf der Landkarte mehr. Dann hat man Utopien in die Zukunft verlegt oder in den Weltraum. Und dementsprechend wurde auch die Technik immer wichtiger. Ne? Weil man musste irgendwie in den Weltraum kommen. Und dann kam auch die industrielle Revolution dazu. Das heißt, Technik und Wissenschaft, die haben auch tatsächlich den Alltag verändert. Das war ganz greifbar. Und da gab es zunächst erstmal einen Fortschrittsoptimismus und so einen Aufbruchsgeist. Da sind natürlich dann auch einige Utopien entstanden, in denen Technik das Leben besser gemacht hat oder einfacher gemacht hat. Und mit der industriellen Revolution kam dann aber auch gleichzeitig der Kipppunkt, dass viele Dinge eben auch nicht gut gelaufen sind für viele Menschen. Die Klassenfrage,
hat sich verschärft. Es gab soziale Probleme, es gab Armut. Und deshalb gab es tatsächlich so Ende des 19. Jahrhunderts schon die ersten dystopischen Tendenzen in der Literatur. Also ein Beispiel wäre H.G. Wells, der bekannte Science-Fiction-Autor. Der hat die Zeitmaschine unter anderem geschrieben und da findet der Ich-Erzähler schon keine so wahnsinnig gute Welt vor in der Zukunft. Und dann hat sich das sehr, sehr gesteigert, Mitte des 20. Jahrhunderts, durch kollektive Traumata, Weltkriegserfahrungen, die Atombombe. Also man war sehr skeptisch gegenüber Technik einerseits, aber auch gegen Utopien grundsätzlich, gegen solche Reisezeitentwürfe. Und wenn man jetzt das quasi fokussiert auf das Motiv des künstlichen Menschen, da können wir quasi in die Geburtsstunde der Science Fiction zurückgehen. Das Gründungswerk für die Science Fiction, das ist Mary Shelley's Frankenstein. Da ist man sich in der Forschung inzwischen relativ einig, also überraschenderweise, dass es quasi eine Mutter der Science Fiction gibt, die das gegründet hat. Und das erste Science Fiction-Werk erzählt ja tatsächlich von der Erschaffung eines künstlichen Menschen, der ganz klassische Plot, der Schöpfer, der es wagt, in die natürliche Ordnung einzugreifen, ein Monster erschafft und es nimmt dann auch für alle tatsächlich kein gutes Ende. Und das ist eben ein klassischer Plot, der Mad Scientist, der von Hybris und selbst Überschöpfung getriebene Schöpfer und das Geschöpf, das sich letztlich gegen ihn wendet. Das ist eine Folie, die immer wieder aufgegriffen wird in der Science Fiction. Und deshalb sind viele Erzählungen rund um KI nicht nur, aber in sehr vielen Fällen dystopisch angehaucht. Jetzt haben Sie sich ja intensiv mit der Gender-Frage im Zusammenhang mit dieser Science Fiction-Populärkultur, aber auch insgesamt mit diesem Motiv des Cyborg oder der Cyborgin beschäftigt. Da ist ja eine seltsame Erscheinung im Bereich dieser frauenemanzipatorischen Bewegungen. Da gibt es also eine euphorische Bejahung dieser digitalen Technologien, auch der Verschmelzung von Mensch und Maschine, wo man das eigentlich nicht so sehr erwarten würde. Es gibt so eine Art feministischen Posthumanismus oder Cyberfeminismus. Bekannteste Vertreterin ist Donna Haraway, die von sich sagt, ich bin lieber Cyborg als Göttin. Also ich lasse mich weniger gerne als Göttin verehren, sondern bin lieber ein Cyborg. Könnte man das als eine Art technologisch gestützte Emanzipation der Frau sehen, die also durch diese technologischen Möglichkeiten und das Verschwimmen der Unterschiede zwischen Materie und Lebendigem sich sozusagen von diesen natürlichen Rollenvorgaben als Gebärerin und Repräsentantin der Natur im traditionellen Bild emanzipiert? Ja, das war tatsächlich sehr wichtig für den Feminismus. Da gibt es im feministischen Diskurs unterschiedliche Positionen in diesem Verhältnis von Geschlecht, Natur, Technik. Es gab vor allem in den 60er, 70er Jahren auch Feministinnen, die traditionelle Zuschreibungen bejaht haben. Also die gesagt haben, ja, das stimmt, die Frau hat eine natürliche Nähe von Natur, da kommt auch der Begriff der Göttin her. Das waren auch so ökofeministische Bestrebungen und die das zelebriert haben. Und dann in der neueren Entwicklung kamen eben Denkerinnen wie Donna Haraway, die genau diese Unterschiede aufheben wollen. Und da ist eben die Cyborg, heißt das tatsächlich in der deutschen Übersetzung von Haraways Text, eine Metapher, um diese Dichotomien der westlichen Kultur, die ich gerade auch schon genannt habe, also Geist, Körper, männlich-weiblich, aber eben auch das Technische und das Natürliche, das Menschliche und das Nichtmenschliche, um diese Grenzen zu überwinden. Insofern, hat die Cyborg als Denkfigur tatsächlich ein emanzipatorisches Potenzial, in der Theorie zumindest. Wenn man die neuen Filme anschaut, in denen
Maschinenfrauen gibt, sind wir häufig jetzt nicht ganz so feministisch, wie man sich vielleicht wünschen würde. Ja, Herr Vater, wir haben gehört von Professor Weibel, eine seiner Befürchtungen ist, dass die Menschen zu diesen Robotern, die ja jetzt, wie wir sagen, auf der schwachen KI beruhen, also gar kein Bewusstsein haben, irgendwie emotionale Beziehungen aufbauen. Also diese humanoiden Roboter, die da etwa aus dieser Fabrik in Hongkong kommen, Sophia und der Pflegeroboter, der jetzt gerade aufgelegt wurde, Grace. Also ich lese hier 48 separate Gesichtsmuskeln können bei Grace die menschliche Mimik nachahmen. Wichtig für das psychische Wohlbefinden der Patienten, vor allem in der Covid-Pandemie, um die Depressionen da auszugleichen. Also das erinnert mich sehr an dieses Simulationsspiel Tamagotchi aus den 90ern. Ist die Empathiefähigkeit des Menschen augenscheinlich so groß, dass wir uns auch Maschinen sehr zugetan fühlen können, von denen wir eigentlich wissen, dass sie menschliches Verhalten nur nachahmen, also dass sie für uns eigentlich gar nichts empfinden können? Und wie verändert das im Umkehrschluss dann die Interaktion mit wirklichen Menschen, wenn wir einen Teil unseres Gefühlshaushalts zumindest mit solchen Maschinen, ja, ich sag mal, der sozialen Simulation abdecken können? Auch das wäre eine Technologiefolge sozusagen. Das ist ein ganzer Strauß unglaublich spannender Fragen. Ich fange mal am Schluss an. Wir Menschen sind sehr flexibel, was unsere emotionalen Bindungen angeht. Ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, was passiert ist, wenn mein Vater festgestellt hat, dass ein Kratzer an seinem Auto war. Ja? Das hat ihm wehgetan, obwohl es nur ein Auto war. Das wäre trivial, darauf zu verweisen. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, welches Verhältnis Menschen zu Fernsehhelden oder zu fiktiven Gestalten, da kann Frau Dr. Adam viel mehr zu sagen, aufbauen können, dann verschwimmt schon die Grenze. Ich meine, bei Sherlock Holmes, den ich sehr liebe, ja, weiß ich, den hat sich Herr Conan Doyle ausgedacht, ja. So, aber trotzdem, es gab nie einen Sherlock Holmes, ja. Es gab immer nur Darstellungen und er ist mir trotzdem wichtig. Und ich habe zumindest als Kind mit ihm irgendwie imaginär interagiert, ja. Also, dass ich unsichtbare Freunde finde in der Literatur, ist kein neues Phänomen. Und wenn ich sie jetzt in Computerspielen finde, passt das irgendwie zur menschlichen Konstitution. Aber Ihre Frage geht ja viel tiefer. Nämlich dann, wenn es um sensible und brisante Bereiche der Mitmenschlichkeit geht. Und dazu habe ich eine Rückfrage und einen Hinweis. Gerade dieser Pflegeroboter geht hier in eines der sensibelsten, eine sensibelsten Sphären menschlicher Existenz, nämlich die Hilfsbedürftigkeit im Altenheim oder im Krankenhaus. Erstens die Rückfrage, ist das Entsetzen, das mich packt, kulturell bedingt? Also gilt das Grauen, dass ich mir sehr lebendig hervorrufen kann, wenn ich mir überlege, soll ich mal im Alter so gepflegt werden von so einer Robbe und so einem Roboter? Ja? Gilt das nur für einen Menschen aus der technisch westlichen Zivilisation in unserem speziellen Kontext und für Menschen an einem anderen Teil der Welt vielleicht nicht? Ja? Wenn das so stimmt, dann könnte man sich zum Beispiel fragen, ob, sagen wir, Menschen außerhalb des Monotheismus, ja, Geräte anders bewerten und sagen, die können auch Kami sein oder heilig. Ja? Und dann stellt sich für uns die Frage nach der besonderen Stellung des Organismus oder der Gattung Mensch. Also ich würde das alles bejahen, aber gilt das auch für Japaner, die diese Robben mögen? Ja? So, und der zweite Punkt, hier sind wir wieder bei Technikgestaltung. Ja? Wie können wir ein Gesundheitssystem aufbauen, das diese Fragen am besten gar nicht stellen muss? Oder in dem Menschen, die in dem System agieren, zum Beispiel Pflegeexpertinnen, die Technik entweder selbst mitgestalten oder zumindest beauftragen und abnehmen. Und nicht die Pflegedienstleitung, die nur in die Bücher guckt.
Aber braucht es dieses Grauen eigentlich, um trotzdem, um sozusagen diese gesellschaftlichen Nachwirkungen zu erzeugen? Ich kann das, also wenn ich das jetzt mal auf die Spitze treibe, es gibt eine kalifornische Firma Unicult, die hat bereits Geld gesammelt für ein Start-up, für ein Roboterbordell, ja, mit humanoiden Robotern. Dann kann ich einfach, oder muss ich als Kulturwissenschaftler die Frage stellen, was sagt das über menschliche Sexualität aus, ja, wenn solche Dinge funktionieren einmal, und welche Wirkungen hat es auf so ein Phänomen wie menschliche Sexualität, das ja auch eine Geschichte hat, das heißt, es sich weiterentwickelt. Ja, Sexualität und Wahrheit, das sind große Fragen, ja. Also in welchem Dispositiv leben wir, wenn wir darüber reden, dass diese Artefakte bereitgestellt werden sollen? Zum einen, und da kann auch Frau Dr. Adam viel mehr drüber sagen, weil die hat einen tollen Text zur Science-Fiction-Serie über so ein Roboter-Bordell geschrieben, ja. Ich kann dazu nur antworten, du meine Güte, auch was unsere Lüste angeht, waren wir Menschen schon immer sehr unterschiedlich. Und wenn ein paar Leute in Kalifornien gerne ein Puppenhaus haben möchten, nun gut, solange keine Menschen dabei zu Schaden kommen, da möchte ich mich ungern einmischen. Was bedeutet das für unser Menschenbild? Das ist natürlich die eigentliche Frage. Was ist der Mensch? Ja, die vierte der Kantschen Fragen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir ein Uhrwerk sind oder eine Marionette oder ein mechanischer Schachspieler. Wir sind irgendwas anderes. Aber die Frage wird natürlich durch dieses immer besser werdende Gerät neu gestellt. Und wir müssen dem begegnen. Und ich bin gespannt auf die nächsten Jahre. Ja, da werden, glaube ich, noch ganz andere Fragen gestellt im Zusammenhang mit solchen Sexrobotern, Herr Professor Wendland. Nämlich zum Beispiel, ob die dieser körperlichen Begegnung, sage ich jetzt einmal, zustimmen müssen vorher, oder ob diese Zustimmung vom Benutzer möglicherweise erst erarbeitet werden muss. Der Philosoph Robert Sparrow spricht sich dagegen aus, weil das, wenn man so ein Ding implementiert, das würde dann die Vergewaltigungsfantasien der ja wahrscheinlich meist männlichen Nutzer fördern. Das sind ja ganz andere Folgeerscheinungen von Technologie, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Ja. Also ich würde gerne zu Beginn noch einmal kurz vom Bordell zurück ins Altersheim und den Punkt aufgreifen, den Christian Vater eben hatte. Wen sollte man eigentlich fragen, wenn man solche Roboter, seine Sexroboter, die sind ja prinzipiell auch für das Altersheim vorstellbar, oder solche Robben, die dann auch Demenzkranke unterstützen sollen. Wen sollte man eigentlich fragen, wenn man diese Geräte entwickelt oder gestaltet? Und es ist tatsächlich nicht nur der kaufmännische Direktor des Pflegeheims und auch nicht nur das Personal, sondern man sollte aus meiner Sicht, das ist auch die Sicht, also eine Perspektive in der Technikgestaltung, diejenigen fragen, die es betrifft. Also ein tatsächlich benutzerzentrierter Ansatz, dass man nicht nur über diese Menschen spricht, sondern mit ihnen, denn das sind ja die Akteure, Stakeholder, User, wie auch immer man das möchte, und damit einem Ansatz ranzugehen, der tatsächlich mit diesen oder bei oder mit diesen Menschen deren Anforderungen erhebt und die dann operationalisiert. Nochmal schaut, welche Anforderungen, wie geht man damit um, wie hat man die zu bewerten, aber das auch mit einfließen lässt, und zwar mit einer hohen Gewichtung, weil diejenigen, die darüber reden, ob jetzt über diese Bordellgeschichten oder über die Situation von Pflegenden, sind oftmals nicht in dieser Rolle, sondern sprechen teilweise auch mit so einem normativen Zug über die anderen. Und da ändern sich aber oftmals die Kriterien. Es wurde vor einigen Jahren der Fall diskutiert oder die Frage gestellt, wer möchte denn bitte schön eine Webcam im eigenen Badezimmer haben? Das sagen wahrscheinlich die allermeisten hier, darauf können wir verzichten. Badezimmer ist noch so ein letzter Ort, wo man gerne für sich ist oder aussuchen möchte, wer noch mit dabei ist. Aber das muss nicht irgendjemand hinter der Kamera sein. Diese Kriterien, also diese Ablehnung, das kann sich sehr schnell ändern, wenn die Rahmensituation sich ändert. Also wenn wir jetzt an eine Seniorin denken, die weiß, dass sie mit einer solchen Kamera in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben kann. Aber ohne diese Kamera wäre es zu gefährlich und sie müsste ins Pflegeheim.
dann kann das sein, dass die sagt, ganz schnell her mit der Kamera. Natürlich, ich möchte hier selbstbestimmt und eigenverantwortlich in den eigenen vier Wänden bleiben. Und wenn die Kamera dafür der Weg ist, habe ich nichts dagegen. Sondern im Gegenteil, ich habe was dafür. Ich möchte auf den Punkt, dass die Kriterien sich sehr stark verändern können, wenn auch die Lebensbedingungen sich ändern. Und dass manchmal über diese Robben zum Beispiel, dass es ein bisschen belächelt wird, kann man machen. In der Regel wird das nicht von den Betroffenen belächelt. Ja, und man weiß also aus empirischen Untersuchungen solcher Settings, dass das teilweise den Therapieerfolg sehr stark stützen kann. So. Was war Ihre Frage, Herr Fuchs? Ich wollte nur die Perspektive des Technologieforschers hören. Ja. Und ich habe jetzt genau gehört, dass man alles sehr gut einhegen kann. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, Herr Professor Strufe. Internet of Things, kann man sich vorstellen, wie viele Daten aus dem intimsten Bereich der User so ein Dienstleistungsroboter im Bereich sozialer Interaktion, sage ich jetzt mal, ermöglichen würde und dann auch entsprechend den entsprechenden analytischen Möglichkeiten zuführen könnte? Also erstmal, wir haben jetzt ja alle Webcams in der Toilette, ne? Also wir gehen alle mit dem Smartphone auf die Toilette, nehme ich an. Viele von uns zumindest, also ich bin bekennender Leser. Insofern natürlich hat sich das völlig geändert. Und jetzt haben wir häufig den Eindruck, dass wir die Dinge unter Kontrolle haben, aber das haben wir natürlich nicht. Und wir wissen an vielen Stellen halt gar nicht, welche Informationen aufgezeichnet werden oder wann irgendwas an- oder abgeschaltet wird. Interessanterweise auch die Frage, ob wir abschätzen können, was das eigentlich bedeutet oder welche Informationen eigentlich in solchen Daten stecken. Und auch das wissen wir natürlich nicht. Ne? Also zum einen ist es relativ schwierig abzuschätzen, auf welche Arten und Weisen wir jetzt gerade beobachtet werden und auch Informationen über uns aufgenommen werden und abfließen. Aber selbst wenn wir den Eindruck haben, dass wir das einigermaßen gut verstehen können, wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, jetzt selbst wenn man 10 Jahre zurückdenkt, dann hatte man vielleicht irgendwie nur die Beobachtung der Webaktivitäten, wo ich noch aktiv was tue und dann den Eindruck habe, dass ich entscheiden kann, was ich tue oder nicht. Aber was in diesen, welche Informationen in diesen Bewegungsabläufen oder Patterns, in diesen Mustern, wie wir uns benehmen, eigentlich steckt, das wissen wir heute halt fast, oder ist völlig unabschätzbar im Moment. Also wir haben im Moment gerade ein Projekt gemacht, wo wir geguckt haben, ob wir als Betreiber eines Webservers bei den Besuchern, die meinen Webserver, also meine Webseite besuchen, feststellen können, ob sie Zwangsstörungen haben. Und das kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit oder mit relativ großer Genauigkeit tatsächlich feststellen. Und das sind so Sachen, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hätte, geht das oder geht das nicht, aber klar geht das. Wir haben jetzt gerade ein Experiment, wir sind dabei, ein Experiment anzufangen mit Schizophrenen, mit deren Einwilligung, insofern auch da wieder. Also ich meine, der Anwurf gegenüber der Datenschutzgesetze, es ginge ja alles gar nicht mehr, ist eigentlich Quatsch, solange man das ethisch korrekt macht. Und auch da, wir wissen einfach noch gar nicht, welche Informationen in den Daten, in den Beobachtungsdaten über Menschen da nicht drinstecken. Also selbst wenn wir jetzt sagen könnten, ich weiß, hier steht eine Kamera, hier ist ein Wi-Fi-Hotspot irgendwo, vielleicht ist hier irgendwie noch ein Temperaturregler oder sowas. Ich weiß also scheinbar, welche Informationen über mich jetzt aufgenommen und abgeführt werden, haben wir momentan überhaupt gar keine, nicht mal einen Hauch einer Ahnung, was das über uns preisgibt. Und ich glaube auch, da werden wir noch lange brauchen, bis wir das eigentlich überhaupt verstehen, was da alles eigentlich drinsteckt. Und ich würde jetzt dann an der Stelle auch wieder nicht sagen, ich bin halt auch Bastelingenieur, ich würde jetzt an der Stelle nicht sagen, dann sollte man das alles verbieten oder abschaffen. Aber wie gesagt, wir müssen uns einfach darüber Gedanken machen, was das für Konsequenzen haben kann, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Aber das ist doch ein bisschen ein sehr eigenartiges Phänomen, weil diese Dinge sind ja Artefakte. Das heißt, es gibt irgendwo Informatiker, Ingenieure, Bastelingenieure, wie auch immer, die diese Dinge entwickeln, zum Beispiel eben auch bei Google. Ja? Dann stellt sich die Frage, warum müssen wir da immer hinterherhängen mit der öffentlichen Wissenschaft, was sozusagen in privaten Laboren mit der entsprechenden Finanzkraft ja schon längst auf der positiven Seite entwickelt wurde. Und wir müssen das jetzt mit Reverse Engineering sozusagen sehen, was da eigentlich abläuft. Das ist doch ein bisschen seltsam, oder? Ich bin ein bisschen optimistischer. Also was die großen Konzerne betrifft, da
ich denke, die sind vor allem dadurch getrieben, die Direktive der Industrie ist, Geld zu verdienen. Ne? Also die interessieren sich jetzt nicht dafür, glaube ich zumindest nicht, uns möglichst gut auszuleuchten, weil sie sich dafür interessieren, wie wir funktionieren oder sowas. Die wollen Geld verdienen. Also dementsprechend werden sie versuchen, uns momentan möglichst gute Werbung zu zeigen. Vielleicht werden sie irgendwann mal anfangen, unsere Informationen zu verkaufen, damit wir dann keine Versicherung mehr bekommen oder sowas oder keinen Kredit. Aber insofern bin ich da jetzt, ich glaube nicht unbedingt, also gerade auch bei Google oder Facebook oder wie die großen Firmen heißen, dass da irgendwelche bösen Leute sitzen, gegen die wir jetzt gegen ankämpfen müssten oder sowas. Vielleicht sind da manchmal naive Leute, aber die haben wir in der Wissenschaft, glaube ich, im Großen und Ganzen auch. Ich glaube auch, dass die Wissenschaft, natürlich, also wenn wir vergleichen das Budget des KIT oder der TU Dresden oder das Budget einer großen europäischen Universität mit dem Budget, was Google hat, dann brauchen wir eigentlich, könnte man sagen, können wir gleich einpacken, so gute oder so viele Leute können wir auf das gleiche Problem gar nicht ansetzen, wie die sich das leisten können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch, also erstmal ist viel der Forschung, die durch die auch größtenteils amerikanische Industrie betrieben wird, anschließend öffentlich. Das heißt, wir können nachvollziehen, was da gemacht wird und wie es funktioniert. Wir können auch viele Dinge nachimplementieren. Vieles wird als Open Source zur Verfügung gestellt, sodass man es dann auch benutzen kann. Und gleichzeitig haben wir natürlich die anderen Fragen. Also wir stellen uns natürlich jetzt nicht die Frage, wie kann ich jetzt als Werbetreibender jemandem, der vielleicht unter Zwangsstörungen leidet, noch bessere, noch gezieltere Werbung schalten oder sowas. Sondern wir interessieren uns dafür, was sind die gesellschaftlichen Konsequenzen und wie können wir die Leute verteidigen. Also was können wir jetzt beispielsweise tun? Das Zwangsstörungsbeispiel ist relativ einfach. Personen mit Zwangsstörungen tendieren dazu, immer an bestimmte Aktivitäten immer exakt identisch durchzuführen. Das kann ich natürlich, wenn ich jetzt als Webseitenbetreiber sehe, wie jemand die Maus benutzt, kann ich das relativ gut nachvollziehen und kann es feststellen. Was können wir machen? Wir können schlicht und ergreifend die Darstellung der Webseite jedes Mal leicht verändern und auf einmal sieht es für den Benutzer anders aus, als der Webseitenbetreiber denkt. Und dementsprechend wird es für den Webseitenbetreiber nicht mehr ganz so einfach festzustellen, dass jemand immer wieder exakt identisch beispielsweise den gleichen Punkt klickt oder sowas. Also das ist natürlich dann auf unserer Seite das Interesse, dass wir dann rausbekommen, wie man dann die Individuen verteidigen kann gegen solche Eingriffe oder Einblicke in die Privatsphäre, die Leute vielleicht über sich nicht preisgeben wollen. Und ich glaube, da ist schon auch das Spiel zwischen der Industrie oder das Gegeneinander, Miteinander zwischen Industrie und Wissenschaft durchaus gerechtfertigt, weil wir halt einfach andere Ziele verfolgen. Natürlich gibt es auch in der Wissenschaft viele Leute, die das Ziel verfolgen, der Industrie zuzuarbeiten oder die deutsche Wirtschaft zu stützen, was ja auch ein hehres Ziel ist. Aber es gibt natürlich auch in der Wissenschaft die Wissenschaftsfreiheit, wo man sich denken kann, okay, was sind jetzt eigentlich die gesellschaftlichen Auswirkungen und wie kann ich die Welt verbessern? Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende dieses Panoramablicks auf KI und Robotik und Science Fiction geraten. Da möchte ich trotzdem noch mal jetzt vor allem erstmal an die Informatiker die Rolle nach dieser Verantwortung von Wissenschaft sprechen. Wir haben das ja auch schon angedeutet. Herr Professor Weibel, die fatale Rolle der Informatik etwa bei den futuristischen Produkten der Finanzsphäre, die dann 2008, 2009 zum beinahe Zusammenbruch der Weltwirtschaft geführt hat, zeigt die Problematik dieser Verantwortung der Informatik für die Gefahren durch die Digitalisierung. Wie könnte denn ein hippokratischer Eid für Informatiker aussehen? Ja, nun, das sind das alles interessante und wichtige Fragen. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, um nicht falsch verstanden zu sein. Selbstverständlich unterstütze ich auch Regularien, dass man nicht beliebig die Daten von Menschen benutzt. Und selbstverständlich ist es so, dass wir natürlich auch in Deutschland Daten haben. Mein Argument ging also im Wesentlichen eher um das Ausbremsen industrieller Umsetzung, die durch Wissenschaft ja unterstützt werden kann, also die Experimentierfähigkeit auch in der wirtschaftlichen Seite. Den anderen Punkt, den ich gerne noch machen würde, ist, ich finde die Diskussion sehr spannend, die auch jetzt schon angeklungen ist, dass man die Frage der Kontrolle, viele der Dinge, die uns ja Angst machen, sind Dinge, die wir nicht kontrollieren können, nämlich zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich im Badezimmer bin und das Gefühl habe, ich werde beobachtet, dann ist mir unwohl. Allerdings gehen wir alle mit unseren Handys ins Badezimmer
und haben das Gefühl, dass wir das aber kontrollieren. Und ich denke, ein großes Problem dabei ist natürlich, sind die Businessmodelle gegenwärtiger Internetfirmen, indem sie letztendlich darauf aufbauen, Daten zu aggregieren, also sozusagen zusammenzusetzen von vielen anderen und damit ein Datenmonopol zu entwickeln, das letztendlich daher kommt, dass man Werbung schalten will, also das Businessmodell des Werbungschaltens. Das muss aber nicht so sein. Das heißt, wir können durchaus uns vorstellen, dass man, und wie gesagt, unsere Forschung geht auch in diese Richtung, wenn ich also viel eine lokalere AI bauen könnte, die letztendlich von meiner Umgebung lernt, also wir Menschen lernen ja letztendlich auch von unserer lokalen Umgebung, dann können diese natürlich auch viel besser sich anpassen, ohne dass das letztendlich nach außen dringen muss. In jeder Familie gibt es Gespräche, die nicht nach außen dringen, die durchaus das Wissen der Familie letztendlich verändert und wachsen lässt. Warum nicht also auch in AI? Der andere Punkt der Kontrolle, der immer wieder anklingt, ist, ich kann nicht verstehen, was die AI so tut. Erstens mal ist das auch etwas, was sich verändert. Also wir haben jetzt also tatsächlich Modelle, die durchaus zum Beispiel ihr Wissen besser mitteilen können und die Repräsentationen, die es lernt. Auf der anderen Seite ist auch wieder ein Missverständnis, dass wir unbedingt alles genau verstehen müssen. Wir verstehen auch unsere eigenen Handlungsweisen teilweise nicht. Und die werden teilweise, kommen ja durch Machine Learning, dadurch, dass ich Sachen lerne, habe ich Repräsentationen, die intern sind, die nicht notwendigerweise verstanden sind. Das ist normal und ist notwendig für funktionierende KI, kann aber auf der anderen Seite bedingt besser vermittelt werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Finanzen reden, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn wir können ja zum Beispiel sicherlich KIs bauen, die besser Portfolios wählen können oder Prädiktionen zu Finanzen machen können, als das Menschen tun können. Auf der anderen Seite will ein Kunde natürlich nicht gesagt bekommen, wir wissen nicht, warum bestimmte Aktien gewählt wurden oder nicht. Das heißt, man möchte dann doch irgendwie eine gewisse Verständigungsmöglichkeit haben. Ich denke, dass es nicht so schwarz und weiß sein muss. Das heißt, man kann meiner Ansicht nach durchaus KI schaffen, die sich mitteilen kann und sich auch an Randbedingungen halten kann, ohne dass wir notwendigerweise es komplett regelbasiert machen müssen. Professor Strofe, ja. Hippokratischer Eid für Informatiker. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, wenn wir anfangen, dass die Informatiker über die, also dass ein großer Teil der Informatiker und auch nicht nur Informatiker, auch der Allgemeine der Ingenieure darüber nachdenkt, zumindest darüber nachdenkt, welche Konsequenzen ihre Tätigkeiten haben können oder ihre Entwicklung, ist das ein erster Schritt. Gleichzeitig haben wir natürlich, wir haben gar nicht angesprochen, das Dual-Use-Problem. Wir haben ja ganz häufig eine Situation, wo man Dinge eigentlich für was Gutes entwickelt, die dann aber ebenso auch für schlechte Dinge eingesetzt werden können. Und ich glaube, sowas wird man wahrscheinlich in der Technik auch nicht vermeiden können. Also ich kann ein Messer nehmen, um Abendbrot, beim Abendbrot mein Steak zu schneiden. Jemand anders kann es nehmen, um jemanden zu töten. Und das ist halt so eine gewisse Situation, mit der wir, oder eine gewisse Gefahr, mit der wir wahrscheinlich auch leben müssen. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft unsere neuen Grenzen finden, unsere neuen Regeln finden, wie wir mit der aktuellen oder mit der sich entwickelnden Situation umgehen wollen. Und wir als Informatiker müssen, glaube ich, immer da, wo wir können, dazu beitragen, indem wir so viel wie möglich Transparenz schaffen, sodass halt Leute, dass wir Leuten es einfacher verständlich machen, was hinter unseren Algorithmen und den Technologien stecken und auch das erklärbar machen letzten Endes, sodass man dementsprechend halt versuchen kann, dass jemand anders versuchen kann, nachzuvollziehen, was da jetzt gerade passiert in den komplexen Systemen, sodass man sich dann anschließend wieder gesellschaftlich eine Meinung bilden kann, was man davon einsetzen will, wie man es einsetzen will, was man davon erlauben will oder nicht. Aber ich glaube, da sind wir ganz am Anfang. Ich glaube, da haben wir noch viel vor uns. Letzte Frage an die Vertreter der Humanities, an die Vertreter der Wissenschaft vom Menschen. Ihre Wissenschaftsdisziplin hat ja in den letzten Jahrzehnten erheblich an Prestige verloren. Ja, man könnte mit Horkheimer Adorno sagen, es waren Jahrzehnte des Triumphes der instrumentellen Vernunft, bastelnde Ingenieure.
Was wäre denn jetzt aus Ihrer Perspektive, Sie haben es ja schon angedeutet, so ein bisschen eine Propedeutik auch der Technik, was wäre aus Ihrer Perspektive die Aufgabe der Wissenschaft vom Menschen angesichts dieser Entwicklungen? Herr Vater vielleicht zuerst. Ja, die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil Sie stellen sie mir ja auch in einer brisanten Zeit für meine Disziplin. Ja? Wenn wir uns anschauen, wie sich die Forschungslandschaft in Deutschland verändert und wie die Stellensituation für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler wie mich gerade aussieht, dann muss ich Ihnen natürlich hier auf dieser öffentlichen Bühne ein Loblied meines Fachs singen. Ja? Aber um jetzt die ökonomischen Bedingungen mal zur Seite zu tun, es ist natürlich der Fall, dass die Geisteswissenschaften ihr Verhältnis zur Technik und zum Technikbegriff neu sortieren mussten. Und ich denke, das ist etwas, was mindestens in der Forscherinnengeneration, zu der ich gehöre, geschehen ist. Ich bin also gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Alterskohorte in den nächsten Jahren noch treiben werden. Also was auf jeden Fall erst einmal überwunden werden musste, um sich mit Fragen zu beschäftigen, wie die, mit denen wir uns heute beschäftigen, ist eine tendenzielle Grundablehnung gegen alles, was naturwissenschaftlich und technisch ist. Und ich vermute, diese Grundablehnung im deutschsprachigen Raum hat auch etwas mit der besonderen Geschichte unserer Institutionen zu tun und damit, dass die Leute, die sich mit Technik beschäftigt haben, typischerweise in den 30er Jahren emigrieren mussten und die, die das nicht taten, halt hier geblieben sind in den Geisteswissenschaften. Aber das ist, geht jetzt sehr tief und es ist natürlich auch nur eine sehr grobe Modellierung. Ich glaube, für meine Generation sieht es anders aus. Wir arbeiten gerade an einem wunderschönen Sammelband zu KI und Weltverstehen. Den werde ich Ihnen gerne zusenden. Herr Professor Wendland, ja. Heidegger musste nicht emigrieren. Ja, nach Ihrer Anmoderation wurde mir fast ein bisschen bange und ich war versucht, mich zu Herrn Struve rüberzustellen, weil ich auch Informatiker bin. Aber ich wollte den Herrn Vater nicht so allein lassen. Aber das ist genau diese Interdisziplinarität, die wir hier haben. Und die können wir nutzen auf zwei Ebenen. Die meisten von uns, die im Wissenschaftsbetrieb sind, haben ja auch irgendwie mit der Lehre zu tun, mit der Ausbildung junger Menschen, die die zukünftigen Gestalter sein werden, ob jetzt in Technikwissenschaften, Sozialgeistwissenschaften, wie auch immer. Und da frühzeitig, und da kann man im ersten Semester mit starten, damit zu beginnen, über das nachzudenken, was man tut. Früher hat man das mal Informatik und Gesellschaft genannt. Das klang jetzt nicht so super sexy, aber es ging um diesen Zusammenhang, um den geht's. Ein moderner Begriff wäre vielleicht sowas wie Responsible Innovation oder Responsible Innovation and Design. Da ist auch sowohl diese Zukunftszugewandtheit wie auch das Gestalterische drin. Und dass man tatsächlich mal schaut, was kommt denn bei dem raus, was wir als Gruppe, unsere Berufsgruppe, was wir eigentlich in die Welt setzen und worauf kann man achten. Und wenn dieses Gedankengut im Rahmen der Ausbildung permanent vorhanden ist, auf kleiner Flamme, da ist schon unglaublich viel mit erledigt, sozusagen. Und wenn es dann auch noch gelingt, diese Veranstaltung interdisziplinär aufzusetzen, dann hat man im Prinzip, das ist im Prinzip der Königsweg in der Ausbildung. Ja, und das ist nicht so schwer. Oftmals muss man es nur organisieren und jemanden finden, der es macht. Frau Dr. Adam, Sie haben das letzte Wort. Wie sieht es aus? Wie kann die Humanities, wie kann die Literatur- und Medienwissenschaft beispielsweise hier ihren Beitrag leisten? Ja, ich glaube, ein ganz großes Missverständnis ist zu glauben, dass Science Fiction irgendeine Form von Zukunftsprognose ist. Also das wissen ja alle Informatiker, die heute da sind. Das hat nichts, glaube ich, mit dem aktuellen Stand der Robotik zu tun, was wir in Science-Fiction-Filmen sehen. Deshalb ist die Science-Fiction und auch die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Narrativen aber umso wichtiger, weil es eben eine Aushandlungsplattform ist, wo wir einmal an Traditionslinien anschließen, an bestimmte Mythen, an ganz viele Dinge, die sich in unser Unterbewusstsein eingeschrieben haben. Und ein Aushandlungsraum, in dem wir Wünsche und Ängste artikulieren können und in dem sich Vorstellungen ausdrücken, die im Moment in unserer Gesellschaft zirkulieren. Das können wir dekodieren
als Geisteswissenschaftlerinnen. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, wo wir alle zusammenkommen. Denn ich glaube, das ist für die Informatikerinnen genauso interessant wie für die Humanities oder die Medienwissenschaft. Ja, ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen für spannende 90 Minuten. Frau Dr. Marie-Hélène Adam, Herr Professor Thorsten Strufe, Christian Vater, Professor Carsten Wendland und Professor Alexander Weibel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Ich wünsche noch einen schönen Montagabend.